Hello, organized labor. US-Präsident Joe Biden hat am Samstag den Wahlkampf für seine Wiederwahl im traditionell umkämpften Bundesstaat Pennsylvania gestartet. Der 80-Jährige sagte in der Hauptstadt Philadelphia vor rund 2000 Gewerkschaftsmitgliedern: Viele Politiker in diesem Land wagen das Wort Gewerkschaft nicht auszusprechen. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin stolz darauf, der gewerkschaftsfreundlichste Präsident in der amerikanischen Geschichte zu sein. Die Auftritte des Präsidenten bei Gewerkschaftsveranstaltungen zeigen, für wie wichtig er die Arbeitnehmervertretungen für die angestrebte zweite Amtszeit hält. So hat er etwa die von seinem republikanischen Vorgänger Donald Trump eingeführte Abschwächung des Arbeitnehmerschutzes rückgängig gemacht. Pennsylvania zählt zu den sogenannten Swing States, in denen es keine klare Mehrheit für Republikaner oder Demokraten gibt. Die Stahl- und Kohleindustrie spielt hier eine große Rolle. Die Bevölkerung ist zu 80% weiß und das Haushaltseinkommen liegt unter dem nationalen Durchschnitt.